Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle. Es ist schön, dass wir heute ein zweites Mal in Gottes Haus sein dürfen, dass wir ein zweites Mal ihm die Ehre geben dürfen. Und ich hoffe, wir sind nicht allzu müde von dem Essen und haben noch Kraft, ein wenig zuzuhören, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte. Wir sehen hier vorne viele verschiedene Obst-, Gemüsesorten, Früchte. Alle haben eine unterschiedliche Form, Farbe, Geruch, Geschmack. Aber es gibt einige Dinge, die sie gemeinsam haben. Die meisten von ihnen, fast alle, sind durch einen Samen damals in den Boden gepflanzt worden und sind so gewachsen. Es wurde um sie sich gekümmert, gegossen, ja vielleicht ein wenig Äste weggeschnitten, aber alle sind davor einmal in den Boden gelandet und hatten irgendeine Saat, damit aus ihnen was werden kann. Und ich möchte heute mit uns gemeinsam diesen Samen und den Boden betrachten. Und ich denke, die meisten werden schon wissen, welche Stelle es in der Bibel ist. Ich möchte heute gemeinsam mit euch das Gleichnis von Sämann betrachten und möchte uns noch ein paar kleine Punkte mitgeben, die mir in der Vorbereitungszeit nochmal wichtig geworden sind. Wir finden das Gleichnis in Matthäus, Markus und Lukas. Ich möchte gerne die Begebenheit aus Lukas lesen. Lasst uns gemeinsam Lukas Kapitel 8 aufschlagen und die Verse 4 bis 10 lesen. Lukas Kapitel 8, die Verse 4 bis 10. Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältig Frucht. Und als er das sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Da fragten ihn die Jünger und sprachen, was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Gleichnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Ja, wir finden in der Bibel immer wieder Situationen, in denen Jesus durch Gleichnisse zu den Menschen spricht. Ein Gleichnis ist eine Art Gegenüberstellung. Jesus nimmt etwas aus dem Alltag, was die Menschen gut kannten, was sie vielleicht auch selber ausgeübt haben, und stellt diesem etwas gegenüber, was eine geistliche Wahrheit ist. Und er kombiniert das so mit diesen alltäglichen Dingen, damit die Menschen es einfacher verstanden haben, damit sie das in Relation mit etwas setzen konnten, was sie selber auch erlebt und gekannt hatten. Und ich denke, ein Gleichnis hatte ja einen doppelten Zweck. Einerseits, wie eben schon gesagt, wurden Gleichnissen denjenigen gegeben, die Ohren hatten zu hören, damit ihnen wirklich diese verborgenen Dinge des Reiches Gottes offenbart gemacht werden können. Andererseits wurden Gleichnisse aber auch verwendet, um die Wahrheit des Evangeliums zu verbergen. Diejenigen, die ihr Herz verhärtet haben und die kein Ohr zum Hören hatten, die nichts von Gottes Wort hören wollten und die auch feindselig gegenüber dem Wort Gottes waren, für diese waren die Gleichnisse eine Form von göttlichem Gericht. Gleichnisse können also einmal für uns sein, damit wir sie verstehen, aber für diejenigen, die Gott ablehnen, auch ein vollkommen und gerechtes Gericht. Denn wenn diese Menschen in ihren Gedanken nichts von Gott wissen wollen, dann ist es so, als Gott zu ihnen sprechen würde durch diese Gleichnisse. Ihr wollt mich nicht hören, ihr wollt mir nicht nachfolgen, nun werde ich euch auch nicht verstehen lassen. Damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Und so sehen wir auch in diesem Gleichnis, dass Jesus etwas nimmt, was die Menschen aus ihrem Alltag kannten. Zu dieser Zeit waren die Menschen sehr landwirtschaftlich geprägt und ich denke, jeder konnte was damit anfangen, mit diesem Gleichnis der Aussaat, mit diesem Säen des Samens auf einem Feld. Und als Jesus nun dieses Gleichnis den Menschen vorgetragen hat, lesen wir am Ende, dass er sagt, oder er rief, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun, ich denke, das war so ungefähr der Moment, wo vielleicht die Jünger ein wenig angefangen haben, sich unsicher zu sein. Habe ich wirklich verstanden, was Jesus mit diesem Gleichnis sagen wollte? An sich kenne ich ja die Aussaat, das ist ja nicht schwer, aber warum sagt er hier, versteht ihr, was ich sage? Wenn ihr Ohren habt zu hören, was ich sage, dann hört es. Und
Sie fragen Jesus, als die Menge ein bisschen weiter weg war, was bedeutet dieses Gleichnis? Und was ich sehr interessant fand, ist, dass bevor Jesus ihnen dieses Gleichnis auslegt und die Bedeutung kundtut, lesen wir in Markus, wo wir auch dieses Gleichnis finden, dass er zu den Jüngern sagt und spricht, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Wir sehen, es ist ein essentielles Gleichnis, was Gott uns in diesem Kapitel gibt. Es ist sehr, sehr wichtig für uns. Aber warum ist es denn so wichtig für uns, dieses Gleichnis zu verstehen? Oder warum war es so wichtig für die Jünger, auch dieses Gleichnis zu verstehen? In diesem Gleichnis geht es darum, wie wir mit Gottes Wort umgehen, wie wir Gottes Wort annehmen. Und das Wichtige ist, ich denke, für uns alle zu verstehen, dass es für unser Leben essentiell ist, was ich mit dieser Botschaft tue, die Gott mir gibt, was ich mit dieser errettenden Botschaft tue. Und das Besondere an diesem Gleichnis ist, dass es in erster Linie nicht ein Gleichnis über den Seemann ist, sondern es wird nichts weiteres über ihn gesagt. Das Besondere ist, dass ja nicht in erster Linie es ein Gleichnis über den Samen ist, denn es wird nur eine Aussage über den Samen getroffen. Ich denke, das Besondere an diesem Gleichnis ist, dass es ein Gleichnis über den Boden ist. Es gibt guten Boden, es gibt schlechten Boden, es gibt einen Boden, der Frucht bringt, es gibt einen Boden, der keine Frucht bringt. Und das möchte Jesus uns hier in diesem Gleichnis nochmal näher bringen. Und nachdem die Jünger jetzt gefragt haben, was bedeutet dieses Gleichnis, wenn wir weiterlesen in den Versen 11 bis 15 im gleichen Kapitel, sehen wir, was Jesus ihnen offenbart. Lukas 8, die Verse 11 bis 15. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Samen ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Feld sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln, sie glauben nur eine kurze Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und sie bringen nicht die Frucht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen bewahren und Frucht bringen in standhaften Ausharren. Ja, der Samen ist das Wort Gottes. Das ist das Erste, was wir aus diesem Gleichnis mitnehmen dürfen. Diese Geschichte, die Jesus erzählt über diese Aussaat, über diesen Ausstreuen des Samens in den Wind und auf den Boden, ist ein Gleichnis über die Verkündigung des Wortes Gottes. Und wie wir mit diesem Wort umgehen. Ja, wir, die wir hier heute sitzen, sind also der Boden. Und Gott möchte uns was Besonderes sagen. Er möchte uns auf eine Wichtigkeit in diesem Wort noch einmal hinweisen. Denn wir können Einfluss darauf nehmen, ob wir der Boden sind, der Frucht bringt, oder ob wir der Boden sind, der steinig ist. Jesus sagt uns hier, dass es nicht nur auf die Qualität des Samens ankommt, sondern es kommt auch darauf an, auf welchen Boden dieser Samen fällt. Und da kannst du mitbestimmen als Zuhörer. Du hast keinen Einfluss auf den Samen, denn der Samen ist Gottes Wort und Gottes Wort steht fest und es hat die Macht, Menschen zu erretten. Du hast aber Einfluss auf den Boden. Du kannst der gute Boden sein, auf den der Samen Frucht bringen kann, oder der schlechte, auf dem das Wort Gottes verdorrt und keine Frucht bringt. Es ist also keine Frage des Zufalls, bei wem das Wort Gottes Frucht bringt oder auch nicht. Ja, und diesen Effekt des unterschiedlichen Bodens und dass wir unterschiedliche Bodenarten sein können, den können wir eigentlich jeden Sonntag in den Gemeinden betrachten. Wir sind in der gleichen Versammlung, wir hören ein und das gleiche Wort und sind so gesehen vollkommen auf dem gleichen Stand. Der eine öffnet sich und das Wort Gottes berührt sein Herz, der andere nicht. Und wir müssen jetzt nicht denken, vielleicht ist dieser Samen, das Wort Gottes, zu schwach gewesen. Der Samen war vielleicht schlecht, deswegen hat er keine Frucht gebracht, denn es ist Gottes Wort und Gottes Wort ist allmächtig. Es liegt vielmehr, wie gesagt, daran, was ich mit diesem Wort mache. Und welcher Boden ich sein möchte oder auch nicht. Lass uns das nochmal bewusst werden, bevor wir uns die unterschiedlichen Böden anschauen. Ich möchte jetzt mit euch einmal die vier Böden betrachten und wir starten in Vers 12 bei den ersten Boden.
Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Hier werden also Menschen angesprochen, die Gott noch nicht aufgenommen haben, die noch nicht Gottes Kinder sind. Aber es sind auch Menschen, die jetzt nicht vollkommen abgeneigt sind von Gottes Wort, die ihn nicht komplett ignorieren. Denn diese Menschen, die ihn komplett ignorieren, würden sich ja nicht diesen Samen erstmal aussetzen. Dieser Boden beschreibt also Menschen, die ja Gott noch nicht aufgenommen haben, aber sich auf irgendeine Art und Weise hingezogen fühlen, auf dieser Suche sind. Und so werden sie vielleicht einer Einladung nachkommen, sie kommen in den Gottesdienst oder sie schlagen vielleicht die Bibel zu Hause auf, weil sie, vielleicht sind die Eltern gläubig und sie lesen nach, aber es bleibt nichts davon hängen. Und ich bin mir sicher, dass wir vielleicht ein oder zwei Personen auch in diesem Raum haben, die dieses Gleiches jetzt auch hören, genauso wie Jesus uns das Gleichnis heute bringen möchte. Sie verstehen es intellektuell, aber es dringt nicht in ihr Herz ein, es dringt nicht in ihre Seele ein. Denn der Feind hat dieses Herz und diese Seele noch in seiner Hand und er wird alles in seiner Macht Stehende tun, damit ja dieses Wort in dem Herzen keine Frucht bringt, damit es schnell wieder weg ist. Er wird kommen, wie wir gelesen haben, wie die Vögel, ja, und diesen Samen, dieses Wort Gottes fressen und wegnehmen, damit nichts hängen bleibt. Und vielleicht sitzt der ein oder andere auch jetzt hier in einem zweiten Gottesdienst und jetzt hat man schon einiges gegessen, man ist ein bisschen müde. Und es kommt schnell dazu, dass die Gedanken abschweifen. Man denkt vielleicht darüber nach, was mache ich gleich nach dem Gottesdienst? Wer hat mir da gerade geschrieben? Oder wie wird das Wetter? Es sieht gar nicht so schlecht aus. Und die Gedanken schweifen ab. Und genau das ist es, was uns hier ja, das Gleichnis sagen möchte. Dass diese Gedanken das Wort Gottes stören und uns ganz schnell ablenken können. Sodass das Wort erstmal gar nicht bei uns im Herzen ja, Frucht bringen kann, tiefer eindringen kann. Und so kommt es, dass man oft, ja, wenn man am Mittagstisch sitzt, schon vergessen hat, was in der Predigt gesagt wurde oder dass wir jetzt hier sitzen und vergessen haben, welche 5 Punkte Rudolf Clause heute Morgen in der Predigt hatte. Man ist mit den Gedanken schnell weg und der Teufel nutzt diese Situationen aus, um unsere Gedanken wegzulenken. Und ich denke, wir alle hatten schon mal solche Situationen, in denen wir uns einfach nicht konzentrieren konnten. Wir haben zu Hause das Wort gelesen, ich habe das Kapitel zu Ende gelesen und ich weiß eigentlich gar nicht, was in dem Kapitel passiert ist. Unsere Gedanken sind woanders. Uns muss aber auch bewusst sein, dass wenn wir das Wort so aufnehmen, dass es in uns keine Frucht bringen kann, dass es in uns keine Veränderung bringen kann und dass wir das Wort Gottes so ja, schnell verlieren. Und das ist eine Sache, die uns allen passieren kann. Nicht nur denen, die Jesus jetzt noch nicht angenommen haben, sondern auch die, die schon seine Kinder sind. Denn der Teufel als Widersacher Gottes, er schläft nicht, er ruht nicht. Und er möchte nicht, dass wir als seine Kinder im Worte wachsen, im Geistigen wachsen. Er wird auch bei uns versuchen, das Wort zu stehlen. Und so kann es sein, dass wir ja, routinemäßig und ja, regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Und wir sehen auch oder wir bekommen auch mit, da wird Gottes Wort verkündet, da wird Gott verherrlicht. Aber dann kommen auf einmal die ganz alltäglichen Gedanken in unseren Kopf und sie lenken uns ab. Und wir sind ganz schnell wieder da, dass wir das vergessen und nicht mitnehmen, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Denn wie schon gesagt, der Widersacher wird versuchen, diese Gedanken zu schicken. Und es muss ja nicht mal sein, dass diese Gedanken schlecht oder böse sind. Sie können natürlich auch gut und nützlich sein. Aber was ich damit sagen möchte ist, es kann dahin führen, dass wir wirklich diesen Gedanken zu viel Raum lassen und dass wir vergessen, was Gott uns sagen möchte, dass wir über dieses Wort nicht mehr nachdenken und auch nicht versuchen, uns darauf einzulassen, dass wir gar nicht versuchen, diesen Samen ja tiefer in unseren Herzen zu lassen, damit wir Gott Frucht bringen können. Ich möchte gern zum zweiten Boden kommen, den sehen wir in Vers 13. Die aber auf den Fels sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freude aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Hier fällt der Samen also auf den Boden und nicht wie beim ersten Boden kommen die Vögel und fressen ihn auf, sondern er bleibt ja erstmal etwas liegen. Er beginnt zu wachsen und wir sehen sogar, es kommt eine Pflanze hervor. Es wächst also etwas aus diesem Samen. Das Problem ist aber, was wir hier sehen, er hat keine Wurzeln. Sobald es einen Tag sehr heiß wird, verdorrt diese Pflanze, denn ihre Wurzeln sind nicht verbunden mit dieser Wasserquelle. Sobald es
stürmisch wird und Winde kommen, wird sie herausgerissen, denn sie hat keinen Halt in dem Boden. Und ich denke, wir alle kennen so etwas. Da ist jemand, der hört was von dem Worte Gottes und wir sehen, wie er begeistert ist. Er ist hingezogen zu diesem Wort. Er ist voll Freude und glücklich, diese Wahrheiten über Gott zu hören. Und manchmal ist es so, dass diese Personen dann auf einmal so engagiert in der Gemeinde sind, teilweise engagierter als langjährige Gemeindemitglieder. Und man sieht sie bei jeder Veranstaltung, man sieht sie überall mitarbeiten. Sie sind wissbegierig und wollen das Wort in sich aufnehmen. Aber das Problematische und Traurige, was wir ja bei diesem Boden sehen, ist leider, dass diese Personen keine Tiefe haben. Ihre Wurzeln können keine Energie aus dem Wasser schöpfen. Ihre Wurzeln sind leider nicht verankert in diesem Boden, der sie schützt vor den Stürmen der Welt, der ihnen Nährstoffe gibt in schwierigen Zeiten. Und so ist es, wenn schwierige Situationen kommen, wenn heiße Tage kommen, dass sie einfach nicht standhalten können, dass sie fallen, dass sie den Blick zur Sonne verlieren, zu ihrer Energie, dass sie den Blick zu Gott verlieren. Es kommt die Zeit, da wird unser Glauben auf seine Festigkeit geprüft. Und in diesen Situationen ist es für uns essentiell, dass unsere Wurzeln nicht nur oberflächlich sind, sondern dass wir wirklich tief verwurzelt sind in Gottes Wort, dass wir verwurzelt sind an dieser Wasserquelle, dass wir Tag für Tag Kraft daraus schöpfen können, den Nährwert haben können, denn nur so können wir wachsen. Es können Zeiten der Anfechtungen kommen und Anfechtungen werden kommen, weil der Teufel als Widersacher Gottes auf dieser Welt so viele Menschen wie möglich versuchen wird, von dem Wort fernzuhalten. Und plötzlich kommen irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten in dein oder in meinem Leben. Und wir beginnen zu zweifeln. Und wir kommen dann schnell dahin, dass wir vielleicht denken, ja, ist Gott wirklich bei mir? Leitet er mich? Warum passiert mir sowas? Ich bin auch sein Kind. Darf sowas überhaupt passieren, wenn ich sein Kind bin? Deine Freunde, Nachbar oder deine Frau, deine Arbeitskollegen, vielleicht spotten sie über deinen Glauben. Vielleicht hast du das Gefühl, durch dieses Glaubensleben, ja, verpasst du etwas oder du musst Abstriche machen in deinem Leben. Du musst gewisse Dinge sein lassen, weil du Gott ja nachfolgen möchtest. Und wir beginnen zu zweifeln, wir beginnen zu überlegen, möchte ich das überhaupt mit dem Glauben? Stimmt das überhaupt, was ich in der Bibel gelesen habe? Ja, wir können durch diese Zweifel, die uns kommen, schnell diese erste Begeisterung von dem Wort Gottes verlieren. Und jetzt kommt es darauf an, ja, wie gehe ich damit um? Ist man wirklich verwurzelt? Erreichen die Wurzeln das rettende Wasser, das, was einen Kraft gibt? Oder sind wir nur oberflächlich und unsere Wurzeln haben keinen Halt? Sind wir mit Gott verbunden und können Frucht bringen oder nicht? Ja, wenn wir Gottes Wort hören und aufnehmen, dann müssen wir es tief in unser Herz hineinlassen. Wir müssen eine tiefe Beziehung und Verbindung zu Gott haben. Wir müssen sie pflegen, wir müssen ja Zeit investieren in diese Beziehung zu Gott. Denn wenn schwierige Lebensphasen auf uns zukommen und Anfechtungen unser Leben plagen, dann können wir nur standhalten, wenn wir verwurzelt sind in Gott. Unser Glaube wird verdorren wie der Samen, der keine Wurzel hat, wenn wir nicht verbunden sind und auf den Stein fallen. Ja, wir sollen unsere Beziehung zu Gott intensiv pflegen, daran arbeiten, Zeit investieren, nicht an dieser oberflächlichen Begeisterung aufhören, sondern diese oberflächliche Begeisterung umwandeln, in unser Herz nehmen und wirklich Tag für Tag festigen in unserem Herzen, damit wir in schwierigen Situationen wirklich feste Wurzeln haben. Und vor allem sollen wir auch bereit sein, ja, für Auseinandersetzungen, die kommen werden. Es kann sein, dass du ja vielleicht gerade das Gefühl hast, in meinem Glaubensleben ist alles gut, es läuft alles gut. Ich habe eine geregelte, stille Zeit, meine Beziehung zu Gott passt. Und auch generell in meinem Leben, ich habe nichts, wo ich klagen kann. Wir haben Essen, wir haben Arbeitsstellen, wir haben alles. Aber Anfechtungen werden kommen. Auch wenn wir gerade gute Zeiten haben, auch wenn dein Glaubensleben gut läuft, sollen wir uns trotzdem wappnen. Denn der Teufel wird versuchen, auch uns, ja, die Wurzeln schlecht zu machen, die Wurzeln zu zerstören, damit wir von Gott abfallen. Was können wir von diesem Boden hier lernen? Wir sollen uns nicht mit dem Minimum im Glauben zufrieden geben.
Wir sollen nicht nur so eine oberflächliche Beziehung haben, sondern sie vertiefen und pflegen, damit diese Wurzeln stark und kräftig werden, damit sie wirklich in dieser Wasserquelle sind. So wie geschrieben steht in dem Psalm, der Baum, der an den Wasserbächen ist, bringt seine Frucht zur Zeit, dass wir Frucht bringen können, weil wir am Wasser sind. Und vor allem sollen wir uns vor diesen kommenden Anfechtungen auch, ja, für diese Anfechtungen vorbereiten. Wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, wenn wir nicht diese Beziehung intensivieren und der Meinung sind, wir haben es gerade nicht nötig, dann ist es leider so und die Gefahr ist groß, wenn es schwierig wird, dass wir dann nicht bereit sind. Lasst uns den nächsten Boden betrachten. Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Wir sehen also, hier ist jemand beschrieben, der schon etwas weiter gekommen ist. Der Samen ist nicht von den Vögeln wurde nicht von den Vögeln gefressen. Der Samen ist aufgewachsen, die Pflanze ist größer geworden und diese Person versucht auch dran zu bleiben. Sie ist regelmäßig da. Aber jetzt kommen andere Dinge, die dieses Glaubensleben stören. Und das Erste, was genannt wird, sind diese Sorgen. Also dieser Mensch probiert, dran zu bleiben, er investiert Zeit, er beschäftigt sich mit dem Wort und auf einmal kommen früher oder später Sorgen in seinem Leben. Du verlierst vielleicht deine Arbeitsstelle, du wirst schwer krank. Jemanden, den du liebst, der dir sehr, sehr nahe steht, wird krank. Vielleicht hast du Probleme in der Ehe. Deine Kinder entwickeln sich nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Sie möchten vielleicht nicht zur Kirche gehen, falsche Wege, ihre eigenen Wege, ohne Gott. Wenn sowas passiert, können schnell Sorgen entstehen. Und was ist das größte Problem bei diesen Sorgen in unserem Leben? Ja, Sorgen sind gerade die Dinge, die wir selber nicht verändern können, wo wir mit unserem menschlichen Handeln eigentlich nichts daran ändern können. Du kannst an deiner schweren Krankheit nicht viel ändern. Probleme, die wir oft haben, an denen wir was ändern können, das sind keine richtigen Sorgen. Wie Gerd zum Beispiel gesagt hat, der Kühlschrank. Wenn wir den Kühlschrank aufmachen, er ist leer, das ist ein Problem, das ist aber keine Sorge, weil ich weiß, ich kaufe mir was Neues für den Kühlschrank. Sorgen sind gerade die Dinge, die ich nicht ändern kann, wo ich mit meiner eigenen Kraft ans Limit komme. Und diese Dinge können dazu führen, dass ich ja wirklich verbittert werde, dass ich traurig werde, dass ich diesen Sorgen sehr viel Raum gebe in meinem Inneren. Und so kommt es dazu, je mehr Raum sie einnehmen in meinem Herzen, desto mehr kreisen meine Gedanken um diese Sorge. Und diese Sorge, an die ich automatisch denke, wenn ich aufstehe, kann genauso sein wie dieses Unkraut, wie diese Dorn. Es kann dazu führen, dass das Wort Gottes erstickt wird. Und ich denke, wir kennen das selber aus unserem Leben, wenn wir mal Sorgen hatten. Es ist so, dass diese Sorge sehr, sehr viel Raum bei uns einnehmen kann und dass wir, wenn es eine schwere Sache ist, auch auf einmal vergessen, was Gottes Zusprüche für uns waren. Dass er allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er jede Sorge, jede Krankheit und jedes Problem doch lösen kann. Wir vergessen es in diesen Situationen aber, wenn wir zu viel Raum lassen, den Sorgen in unserem Herzen. Und wenn diese Sorgen da sind, dann stehen wir vor einer sehr großen Herausforderung. Entweder reagiere ich darauf, vertraue auf Gott, auch wenn ich gar nicht weiß, wo es hinführt, auch wenn ich nicht weiß, welche Wege Gott für mich plant, auch wenn ich das Ende nicht kenne, aber ich vertraue auf ihn. Oder ich gebe dieser Sorge mehr und mehr Raum. Sie nimmt mich komplett ein, meine Gedanken sind nur noch hier und dann werden sie den Glauben ersticken. Ja, das Zweite, was genannt wird, ist der Reichtum. Ich weiß nicht, wie viele reiche Menschen wir hier unter uns haben, aber die Bibel warnt uns immer wieder vor Reichtum. Ich denke, Reichtum an sich ist erstmal nicht falsch. Wir können mit Geld sehr, sehr viele gute Sachen tun. Wir können sehr viel bewegen. Aber die Bibel lehrt uns halt, dass Reichtum eine große Gefahr mit sich bringt. Denn unser Herz ist schnell bei diesem Geld. Unser Herz verliert schnell den Fokus auf Gott. Denn wenn wir alles haben und eigentlich denken, wir können auch alles aus unserer eigenen Kraft besorgen, dann kommt es schnell dazu, dass ich vergesse zu bitten, dass ich Gott im Gebet ja gar nicht mehr bitte, weil ich könnte es ja auch eigentlich versuchen, selber zu erreichen. Und wenn ich selber erreiche, dann verlieren wir leider oft ja den Gedanken daran, Gott mal dafür zu danken, was ich alles habe.
Ich denke, wir kennen in der Bibel auch die Begebenheit oder die Geschichte von dem Jüngling, zu dem Jesus sagt, verkauf all dein Haben, verkauf all dein Reichtum und deinen Besitz und folge mir nach. Wir wissen, dass der Jüngling das nicht übers Herz gebracht hat, sein Reichtum abzugeben. Denn sein Herz lag bei diesem Geld. Und ich denke, hier können wir sehen, dass Geld Gottes Wort auch ersticken kann. Denn oft ist es so, dass reiche Menschen oder wenn es nicht mal unbedingt dieser Reichtum ist in Geld, im Sinne des Geldes, sondern unser Wohlstand, wir haben ja alles, wir haben ja keine Verfolgung, wir haben keine Hungersnot hier. Es führt dazu, dass wir diese Abhängigkeit von Gott vergessen. Wir denken, wir haben alles in unserer eigenen Hand. Wir können alles selber lenken, wir können alles selber steuern. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Wenn ich Hunger habe, kaufe ich ein. Wenn mir das fehlt, dann kriege ich das ja irgendwie. Reichtum und Geld und Wohlstand gaukelt uns vor, dass wir alles in unserer Hand haben. Aber ich denke, spätestens wenn ein Mensch im Sterbebett liegt, wird er merken, dass er eigentlich nichts in seiner Hand hat, nicht mal sein eigenes Leben. Und deswegen ist hier der Reichtum nochmal aufgeführt, denn er kann dazu führen, dass wir Gott falsch priorisieren, dass wir ihn nach hinten stellen, dass wir unsere Energie dahingehend einsetzen, um Gewinn zu machen. Mehr Zeit auf der Arbeit, mehr Zeit dort, irgendwie will ich mehr und mehr erreichen. Und dadurch rutscht das Wort Gottes in den Hintergrund. Der letzte Punkt, der genannt wird, ist die Vergnügung. In der Vorbereitungszeit habe ich eine sehr, sehr schöne Predigt gehört, auch über das Thema des Seemanns. Und da hat der Prediger gesagt, dass in dieser Corona-Zeit, in diesen Jahren von Corona, viele Jugendliche und auch generell Menschen zum Glauben gefunden haben. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das denn sein? Es war doch eigentlich so eine schwarze Zeit für uns alle, wo wir doch alle so viele Abstriche machen mussten. Partys, Diskos, Kneipen, Festival und so weiter. Alles war auf einmal verboten. Und plötzlich gab es so viele Jugendliche und so viele Menschen, denen eigentlich ja diese weltliche Vergnügung abgeschnitten wurde, von einem auf den anderen Tag. Viele saßen zu Hause, man ist ja fast, ja, man war sehr deprimiert und fast depressiv, man konnte nirgendwo mehr hin. Aber andere haben vielleicht aus dieser Langeweile eine Einladung mal gefunden, die einer aus der Jugend ihnen mal gegeben hat. Oder vielleicht haben sie eine Predigt in der WhatsApp-Gruppe geschickt bekommen und dachten, ich habe hier jetzt eh nichts zu tun, jetzt gucke ich sie mir mal an. Und es ist in dieser Zeit dazu gekommen, dass wirklich mehrere Leute in die Gemeinde gekommen sind, darauf eingegangen sind, diesen Einladungen nachgekommen sind und das Wort Gottes gehört haben. Und etliche von diesen haben sich auch bekehrt und haben zu Gott gefunden, was Wundervolles. Aber was hat sie davor abgehalten, in die Gemeinde zu kommen? Was hat sie davor daran gehindert, mal über Gott nachzudenken? Ja, es sind diese weltlichen Vergnügungen, es sind diese Vergnügungen, die uns ja das Leben mitbringt. Es gibt so viele verschiedene Sachen, so viele verschiedene Dinge im Alltag und in unserem Leben, die uns vielleicht zeitweise ein gutes Gefühl geben, die uns vielleicht zeitweise dahin bringen, dass wir glücklich sind und denken, das ist das Richtige, das macht mich glücklich, das vermittelt mir etwas, woran ich Freude habe. Und diese Dinge führen ganz schnell dazu, dass Gott gar keinen Raum bei uns im Leben hat, dass wir nicht über Gott nachdenken, weil wir abgelenkt sind dadurch. Ein Mensch, der das Wochenende komplett durchfeiert, der wird sich nicht am Wochenende irgendwann mal die Frage über Gott stellen. Doch wenn er nirgendwo mehr hin kann und dann in der Gemeinde sitzt und wirklich mal über sein Leben nachdenkt, dann denkt er über Gott nach. Und ich glaube, diese Vergnügungen des Alltags sind so eine große Bedrohung für uns, weil ja der Glaube für viele nicht unmittelbar so attraktiv ist. Es gibt Sachen, die machen mir viel mehr Spaß. Es gibt wenige, wenn man jetzt in eine Gruppe eine Predigt stellt mit 40 Minuten, die voller Freude diese Predigt anklicken, sondern man macht auch viel lieber was anderes. Ich weiß nicht, man guckt irgendwie was Interessantes, was mir Spaß macht. Also der Glaube ist nicht immer so attraktiv für uns. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr große Bedrohung, was der Teufel auch sehr, sehr gut ausnutzen kann. Er gibt uns so viele Vergnügungen und andere Ablenkungen, die scheinbar interessanter sind, sodass wir gar nicht erstmal die Lust oder die Zeit haben, in Gottes Wort zu forschen. Und das ist schon lange kein Problem mehr von Menschen, die Gott jetzt nicht kennen, sondern auch von uns, die wir Gottes Kinder sind. Weil eben unsere Freizeitgestaltung immer mehr und mehr Einfluss in unserem Leben nimmt, immer mehr Raum einnimmt, ist es so, dass wir auch weniger Zeit für Gott haben. Und
wie schon vorhin erwähnt, es müssen ja nicht mal böse Dinge sein. Es sind auch nützliche Dinge oder gute Dinge, die wir in der Freizeit tun. Aber es kann dazu führen, dass wir weniger Zeit in unserem christlichen Leben für Gott haben. Und dann kommt es, dass auf einmal unsere Freizeitgestaltung mit der Zeit für Gott konkurriert. Und wir gucken, wo streichen wir? Und leider ist es oft so, dass wir anfangen zu streichen bei der Zeit mit Gott. Und ich denke, das sehen wir auch manchmal in unserem Gemeindeleben. Wenn wir Sonntagsgottesdienste vergleichen mit Samstaggottesdienste. Welcher ist mehr besucht? Es ist meistens der Sonntag, weil wir irgendwie am Samstag manchmal auch unsere Freizeiten davor schieben. Was auch in vielen Dingen manchmal so sein muss, aber ich denke, einfach mal zu versuchen zu verdeutlichen. Oft ist es leider so, dass wir auch anfangen zu schieben und sagen, da hat das jetzt mal mehr Gewicht, der Glaube hat jetzt mal vielleicht nicht so viel Raum in meinem Leben. Und da ist leider die Gefahr, wenn das so beginnt, dass halt das Wort Gottes in den Hintergrund fällt, dass es immer mehr nach hinten rutscht. Und so kann es dazu kommen, dass es mehr und mehr wird und dass das Wort Gottes dadurch auch ja, nicht wachsen kann, kein Wachstum erfahren kann und dadurch immer mehr und mehr in den Hintergrund rutscht und wir kein Wachstum in unserem Herzen, keine Veränderung in unserem Herzen wahrnehmen können. Es erstickt das Wort, hat keine Kraft bei uns. Lasst uns einmal gemeinsam den letzten Boden betrachten. Den finden wir in Vers 15. Das in den guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaften Ausharren. Jesus beschreibt diesen fruchtbaren Boden in diesem Gleichnis so sehr, sehr kurz. Aber ich denke, wir können diesen Boden am ehesten ja daran festmachen, dass alles, was bei den anderen drei Böden gerade falsch war, hier nicht falsch ist. Man ist also jemand, wenn man dieser Boden ist, der das Wort Gottes nicht verlässt, der es tief in sich einwirken lässt. Man ist jemand, der fest im Gebet ist, fest im Glauben ist und den Satan keinen Raum gibt, dass er dieses Wort aus unserem Herzen stiehlt. Wenn Anfechtungen, Schwierigkeiten kommen, bleibt es nicht bei dieser oberflächlichen Begeisterung, sondern wir sind fest verwurzelt in den Herrn und schöpfen unsere Kraft aus ihm. Man gibt den Glauben auch nicht auf für Geld, man verschiebt Prioritäten nicht für Vergnügungen und Geld, sondern begreift, dass diese Dinge, die vielleicht weltlich sind und in dem Moment als der bequemere Weg scheinen, nicht auf ewig sind und uns ins Verderben bringen. Auch die Sorgen des Alltags können einen nicht von Gott trennen, sondern sie treiben einen noch näher zu Gott, noch fester ins Gebet. Der sich Gott so zuwendet, wie in diesem letzten Boden, der wird Frucht bringen. Und wir lesen, es wird hundertfach Frucht bringen in seinem Herzen. Er wird hundertfach Segen bekommen durch den Herrn. Aber wie wir in diesem Gleichnis sehen können und was wir aus diesem Gleichnis mitnehmen dürfen, was ich uns gerne aufs Herz legen möchte, es ist eben kein Zufall, sondern wir können darin etwas tun. Wie ich, wie du mit dem Wort Gottes umgehe, entscheiden wir. Wie du mit dieser errettenden Botschaft des Wortes Gottes umgeht, es liegt bei dir. Nimmst du es auf, lässt du es tiefer wirken oder prallt es an dir ab? Kommt der Teufel und nimmt es schnell wieder weg, weil du keinen weiteren Gedanken daran verwenden möchtest. Nachfolge und geistlicher Wachstum sind keine Frage des Zufalls, sondern eine feste Entscheidung, die wir treffen müssen. Triff diese Entscheidung weise. Und liebe Geschwister, liebe Zuhörer, du entscheidest wirklich, welcher Boden du bist, ob du Frucht bringen möchtest oder ob du keine Frucht bringen möchtest. Du entscheidest, ob du errettet werden möchtest oder nicht. Gott gibt das Wort jedem, der kommen möchte. Nimmst du sie an oder lässt du sie, wie bei diesen anderen drei Böden, stehlen, verdorren oder ersticken? Ich möchte noch eine Gebetsgemeinschaft mit uns allen haben. Amen.